Sanjana und ich, wir arbeiten als Atelier Jack. Und in unserer zwischenmenschlichen Ambivalenz oder in der unsere Arbeit entsteht irgendwo in der Diskussion, für mich fast schon zwischen so einem realen oder so einem wirklichen eigenen Raum. Für mich, Atelier Jack ist wie ein Zwischenraum. Das ist unsere Struktur. Deswegen gibt es für mich auch das Symbol Jack, das wir so gebaut haben. Und wir können dadurch Räume arbeiten. In unserem Filmprojekt Soul Blindness nimmt Jack zum Beispiel die Hauptrolle als Filmfigur ein. Ganz klassisch oder ganz typisch. Wir schreiben eine Geschichte und Jack ist der Hauptdarsteller oder Hauptakteur. Aber das bedeutet nichts eigentlich. Ist nur Jack. Einfach Jack. Und funktioniert wie eine Panoptikon. Wir können in eine Beobachterrolle gehen und finden kleine Unbestimmtheit. Ich denke. Oder kommen neue Wahrnehmungsebenen. Overhead-Folien. Unsere Art und unsere Technik, wie wir arbeiten, ist sehr langwierig und auch sehr anstrengend. Ich denke, es gibt einfach immer unheimlich viele Details. Wie beim Komponieren von einem Musikstück oder auch in der Malerei müssen wir ständig ausprobieren und das auch aushalten ein Stück weit. Deswegen ist der Weg und die Diskussion für uns sehr spannend. Vordergründig sichtbar sind immer die künstlerischen Arbeiten. Die sind so. Klar, die sind das visuelle Produkt der täglichen Arbeit und der täglichen Auseinandersetzung. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so unser Ziel war. Das passiert automatisch und das ist auch schön, das hat sich irgendwo auch verselbstständigt. Aber der Prozess, der bei uns ja auch immer Teil der Arbeit ist, den zeigen wir immer gleichbedeutend. Vor einigen Jahren haben wir angefangen, an dem Projekt oder an dem Filmprojekt Soul Blindness zu arbeiten. Geplant ist ein 90-minütiger Film, aber wir denken immer an 3-minütigen Abschnitten. Und wie Chang Yong sagte, steht im Mittelpunkt der Geschichte der Akteur Jack. Jack erkrankt an einer visuellen Agnosie. Die visuelle Agnosie ist im Prinzip eine neuropsychologische Störung, in der die Leute verlernen, Dingen eine Bedeutung zuzuordnen. Im Prinzip ist es auch Teil unserer Arbeit, in dem es ja immer um das Verhältnis von Sehen und Erkennen geht. Das ist eigentlich kein Papier. Deswegen kann man schon gut kontrollieren.
eigentlich, denke ich, fertig. Ich denke, die visuelle Agnosia und unser Interesse an Zwischenräumen ist eigentlich gleich. Ganz gleich, denke ich. Von den Tränen entwickeln wir die Szene als Mikro-Acrylmalerei oder sie entstehen in monatelanger Arbeit als visuelle Räumlichkeit.